Privet, ich grüße euch an diesem wunderschönen, extrem sonnigen und auch extrem warmen Tag. Und ich dachte, ich nutze diesen Tag für ein Sonnencreme-Battle. Und zwar möchte ich meine absolut liebste Sonnencreme, also meine absolut liebste Alltags-Sonnencreme mit dieser Sonnencreme von Beauty of Joseon vergleichen. Die wird ja auch gerade sehr gehypt im Korean Skincare-Bereich. Diese Tube hat mir meine liebe Freundin Isa vermacht. Ich habe die auch schon einige Male ausprobiert. Und mein absoluter Favorit ist ja das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Wer mir schon länger folgt, weiß das auch. Ich habe diese Sonnencreme bereits mehrfach nachgekauft. Ich liebe sie wirklich abgöttisch, habe sie sogar auf Platz 1 bei meinem Sonnencreme-Ranking befördert. Falls euch mein Sonnencreme-Ranking interessieren sollte und ihr wissen möchtet, welche Sonnencremes ich auch noch ausprobiert habe, dann verlinke ich euch sehr, sehr gerne das Video unten in der Infobox und selbstverständlich oben in dem i. Aber jetzt werde ich einfach erstmal beide Sonnencremes auf mein Gesicht auftragen. Die habe ich, wie gesagt, schon mehrfach nachgekauft, weiß auch, wie sie performt, liebe sie wirklich sehr und bin gespannt, wie sie sich im Vergleich zu der Beauty of Joseon macht. Dann legen wir mal los mit dem Auftrag. Auf diese Seite würde ich das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel drauf machen. Ich habe auch noch keinerlei Hautpflege auf meinem Gesicht drauf. Und auf die andere Seite dann selbstverständlich die Sonnencreme von Beauty of Joseon. Ich habe übrigens zu beiden Sonnencremes, also zu diesem Vergleich, auch einen Blogpost verfasst, falls ihr euch noch ein bisschen näher dazu einlesen möchtet, wenn euch das Ganze hier im Video ein Ticken zu schnell geht. Ich habe mir auch bereits 0,5 Gramm vom Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel, das ist so ein langer Name, abgewogen und werde das, wie gesagt, jetzt auf diese Seite hier auftragen. Fürs gesamte Gesicht wird 1 Gramm Sonnencreme benötigt, damit man einfach auch den angegebenen Schutz auf dem Produkt erreichen kann. Also falls ihr euch wundern solltet, warum ich mir jetzt 0,5 Gramm abgewogen habe, das ist einfach ja notwendig, damit man die deklarierte Schutzleistung auch halbwegs erreichen kann. Ich würde vorher mein Gesicht anfeuchten, weil ich das immer so mache. Und da ich beide Sonnencremes bereits einige Male ausprobiert habe, weiß ich, dass mein Gesichtswasser da jetzt nichts durcheinander bringt und beide Produkte jetzt in keinem großen Maße beeinflusst. Dann sprühen wir mal los. Ich habe euch mein Gesichtswasser natürlich auch unten in der Infobox verlinkt, falls ihr Lust haben solltet, meine Arbeit finanziell ein bisschen zu unterstützen. Das könnt ihr natürlich auch sehr, sehr gerne mit dem Kauf eines meiner Skincare-Produkte tun. Und jetzt trage ich das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel auf. Ich liebe es einfach, diese Sonnencreme zu benutzen. Die ist sowas von wahnsinnig angenehm. Und ich kann die auch wirklich ohne Probleme im Augenbereich auftragen. Da brennt auch nichts und fühlt sich auch, wie gesagt, sehr, sehr angenehm an. Und die nächste Schicht. Manche von euch fragen mich immer wieder, warum ich meine Sonnencremes in 2 Schichten auftrage. Das liegt einfach daran, dass ich so eine deutlich bessere Kontrolle darüber habe, wo ich die Sonnencreme auftrage. Sprich, wenn ich mit der ersten Schicht es nicht ganz geschafft habe, meine Sonnencreme gleichmäßig zu verteilen, dann kann ich mit der zweiten Schicht noch ein paar Lücken schließen. Okay, so sieht das Ganze jetzt nach dem Auftrag aus. Nur nochmal zum Vergleich, hier ist jetzt gar nichts drauf und hier ist das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel aufgetragen. Ich denke, man sieht schon recht deutlich einen Unterschied. Ich habe auch eine eher trockene Haut, sprich, da fehlt es schlichtweg an Fett. Und ich finde, dass das Sun Gel einfach meiner Haut so ein kleines bisschen Pflege gibt, aber sich nicht too much anfühlt. Es ist sehr, sehr leicht auf der Haut. Also ich zumindest mit meiner eher trockenen Haut empfinde das so. Und ich liebe dieses wunderschöne Glossy Finish. Und auf der anderen Seite natürlich wieder dasselbe Spiel. Einsprühen. Meine Haut liebt Niacinamid. Und darüber kommt jetzt selbstverständlich die Beauty of Joseon Sonnencreme.
Die hat definitiv eine etwas cremigere Konsistenz, also eine, die weniger flüssig anmutet, die auch ein bisschen mehr Textur aufweist. Ich würde sagen, so im ersten Moment, wenn man die Beauty of Joseon Sonnencreme aufträgt, ähnelt sie schon dem Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel. Aber sobald das Ganze ein bisschen angetrocknet ist und sich gesetzt hat, finde ich schon, dass sie einen pflegenderen Touch hat. Und jetzt nochmal für euch zum Vergleich. Hier Isntree Sun Gel, hier Beauty of Joseon Sonnencreme. Ich denke, man sieht schon einen leichten Unterschied. Also die Seite mit dem Sun Gel von Isntree sieht, wie gesagt, ein bisschen glowiger und glossiger aus, während die Beauty of Joseon Seite schon etwas gepflegter aussieht und sich auch genauso anfühlt. Also ich spüre auf jeden Fall hier die Sonnencreme deutlich mehr im Vergleich zu der anderen Seite. Dann würde ich jetzt einfach mal fix ein bisschen Make-up auftragen, eher was Leichtes, nur um euch zu zeigen, dass beide Sonnencremes unter Make-up keine Probleme machen. So sehen beide Sonnencremes unter Make-up aus und ich muss sagen, dass ich keinerlei Probleme beim Auftrag hatte. Es hat sich nichts abgerollt. Alle Produkte ließen sich ohne Probleme darüber auftragen und ich finde auch, dass beide Sonnencremes unter Make-up was hermachen. Okay, kommen wir jetzt zur Formulierung beider Produkte und ich weiß, dass zumindest beim Beauty of Joseon Produkt es manche Menschen gibt, die das als Dupe zum Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel bezeichnen bzw. sehen. Ich persönlich bin vorsichtig mit dem Begriff geworden. Ich habe auch mit meiner lieben Freundin Isa lang und breit in einer Podcast-Folge darüber gesprochen, warum nicht alles ein Dupe sein kann und warum das auch manchen Marken extrem schadet, wenn solche Behauptungen aufgestellt werden. Also falls ihr meinen Standpunkt dazu wissen möchtet und falls ihr Bock habt, euch das Ganze über fast 40 Minuten anzuhören. Ich verlinke euch die Podcast-Folge gerne unten in der Infobox. Natürlich ist die Beauty of Joseon Sonnencreme kein Dupe zum Isntree Sun Gel, denn beide Produkte sind komplett unterschiedlich formuliert. Falls ihr noch mehr Details haben möchtet, falls ihr euch das Ganze nochmal in Ruhe verinnerlichen möchtet, ich verlinke euch auch selbstverständlich meinen Blogpost zu diesem Vergleich unten in der Infobox und auch oben in dem i. Da könnt ihr dann auch sehr, sehr gerne mal vorbeischauen. Beide Produkte nutzen unterschiedlichste UV-Filterkombis.
Dann finde ich es aber auch großartig, dass beide Sonnencremes ohne deklarationspflichtige Duftstoffe und anderweitige Parfümierungen auskommen. Ich habe eine sehr empfindliche und gleichzeitig allergische Haut, weshalb mir das unfassbar wichtig ist, dass ja Produkte möglichst mild formuliert sind oder eben auch zumindest auf deklarationspflichtige Duftstoffe verzichten. Ich muss auch dazu erwähnen, dass ich beide Sonnencremes ohne Probleme vertragen habe, egal ob im kompletten Gesicht oder im Augenbereich. Da hat auch nichts getränt oder meine Augen gereizt, was wirklich ein extrem großer Pluspunkt ist. Außerdem haben beide Produkte auch noch so ein paar nice Actives enthalten. Das ist jetzt nichts, was mir in einer Sonnencreme ultra wichtig ist, aber trotzdem finde ich das hier erwähnenswert. Im Isntree Sun Gel ist zum Beispiel Niacinamid enthalten. Dann ist Ceramid NP drin. Das ist ein barrierestärkender Inhaltsstoff. Dann ist Tigergras enthalten. Das kann beruhigend wirken. Dann haben wir auch noch unterschiedlichste Formen des Hyaluronens drin. Das Ganze kann feuchtigkeitsbindend wirken. Und beim Beauty of Joseon Produkt ist es so, dass auch Niacinamid drin ist. Niacinamid kann entzündungshemmend, beruhigend und feuchtigkeitsbindend wirken. Dann sind auch einige fermentierte Bestandteile enthalten, die eben auch beruhigend auf die Haut wirken können. Der UVB-Schutz beim Isntree Sun Gel liegt bei ca. 53, während der bei Beauty of Joseon bei ca. 63 liegt. Der UVA-Schutz beim Isntree Sun Gel liegt bei ca. 19, entspricht also auch dem PA++++. Und bei dem Beauty of Joseon habe ich leider keinerlei Infos gefunden, wie hoch der UVA-Schutz dort tatsächlich ist. Aber auch hier wird ein UVA-Schutz von PA++++ angegeben. Das heißt, dieser liegt hier bei mindestens 16. Kommen wir jetzt zu meinem abschließenden Fazit, was beide Sonnencremes angeht. Ich muss sagen, dass ich beide wirklich großartig finde. Vor allem, was die Performance angeht, was das Finish angeht, was das Hautgefühl angeht, dass sie eben auch überhaupt nicht mit anderen Produkten komisch interagieren, dass ich sie richtig gut vertrage, dass sie ohne jegliche Beduftung auskommen. Das sind alles einfach extrem große Pluspunkte für mich persönlich und auf meiner trockenen Haut sehen beide wunderschön aus. Ich kann sie ohne Probleme in der entsprechenden Menge auftragen. Aber einige Unterschiede sind mir natürlich dennoch aufgefallen, weshalb ich eben nicht finde, dass das Beauty of Joseon Produkt ein Dupe zum Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel ist. Ich finde, dass das Sun Gel schon etwas leichter auf der Haut anmutet. Es macht jetzt nicht so einen krassen Pflegeeffekt. Es hat auch eher ein glossiges Finish und ist, ja, wie gesagt, einfach nicht so schwer auf der Haut. Also die Beauty of Joseon Sonnencreme ist jetzt nicht per se extrem schwer auf der Haut, zum Beispiel im Vergleich zu Drogerie-Sonnencremes, die ich schon getestet habe, die hinterlassen schon manchmal einen sehr spürbaren, schweren Film auf der Haut. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Allerdings empfinde ich die Beauty of Joseon Sonnencreme schon als etwas pflegender und natürlich auch ein bisschen spürbarer auf meiner trockenen Haut. Müsste ich die jetzt irgendwie einordnen, dann würde ich sie definitiv zwischen das Isntree Hyaluronic Acid Watery Sun Gel und die Purito Daily Go-To Sunscreen stellen. Also meiner Meinung nach ist das so ein Zwischending zwischen diesen beiden Sonnencremes. Während die Purito Sonnencreme für mich persönlich im Winter und im Herbst richtig, richtig gut funktioniert, weil sie einfach noch ein bisschen pflegender und fettiger auf der Haut ist, im Vergleich zu dem Sun Gel von Isntree würde ich sagen, dass das hier ein richtig gutes Zwischending ist. Also falls euch das Isntree Sun Gel irgendwie zu leicht sein sollte oder nicht pflegend genug, aber die Purito Daily Go-To Sunscreen zu schwer und zu pflegend und zu schwartig, dann könnte euch die Beauty of Joseon Sonnencreme richtig, richtig gut gefallen. Ich persönlich bin auf jeden Fall ein riesengroßer Fan und überlege auch, ob ich sie mir nachkaufen werde, wenn sie denn alle geht. Denn ich weiß nicht, ich finde die einfach richtig, richtig angenehm auf der Haut und aufgrund des stärkeren Pflegeeffekts im Vergleich zum Isntree Sun Gel auf jeden Fall einen Blick wert, vor allem wenn es dann Richtung kühlere Jahreszeit geht. Das war's schon mit dem heutigen Sonnencreme-Battle bzw. Sonnencreme-Vergleich. Ich hoffe sehr, dass das Video euch ein kleines bisschen geholfen hat und würde mich riesig über ein Däumchen nach oben freuen und eventuell einen Kommentar. Schreibt mir doch gerne, ob ihr eine der Sonnencremes bereits getestet habt und ob ihr auch gewisse Unterschiede feststellen konntet. Und ansonsten sehen wir uns dann beim nächsten Mal.